Heute sind wir wieder mit Gerd Müller in der Plauener Unterwelt unterwegs oder treffender formuliert unter Tage. Wir hoffen, Sie haben den ersten Teil über das Alaunbergwerk Ewiges Leben gesehen. Wenn nicht, finden Sie ihn auf unserem YouTube-Kanal. Wir setzen unsere Reihe Plauen unter Tage mit dem zweiten Teil fort. Natürlich ging die Pandemie auch nicht spurlos am Alaunbergwerk vorüber, aber selbst Corona hat etwas Positives. Als die Besucher draußen bleiben mussten, hatten die Vereinsmitglieder sozusagen Baufreiheit. Gefaulenzt wurde hier jedenfalls nicht. Wir haben also die Zeit, wo wir also wenig Besucher hatten, haben wir natürlich sehr genutzt und hier zum Beispiel eine Forderung des Oberbergamtes erfüllt, indem wir hier wir haben alte Lampenstube dazu gesagt, ausgebaut und das soll mal unsere Schatzkammer werden. Ich habe also in der letzten Zeit mehrere Sammlungen, Mineraliensammlungen bekommen von Besuchern und von Leuten, die gesagt haben, wir haben noch daheim was, unser Opa war im Bergbau und das wollen wir dann hier ausstellen. Auch ganz wichtig, das war also, hier gab es mal einen Bombentreffer. Dieser ganze Gang ist ausgefüllt worden mit Beton und deswegen war das alles zerrissen und das konnten wir mit normalen Mitteln nicht stabilisieren und haben da diese zwei schönen Bögen reinziehen lassen. Das ist nämlich was Spannendes. Das ist nämlich der alte. Kannst du den hinten hier rein? Du hast einmal. Hier hast du die Inschrift. Ja, hier hat sich jemand verewigt. Ja, an den Eingängen, wie gesagt, hier vorne war es Mundloch, an den Eingängen oder so an bestimmten Stellen wurden ja auch immer mal so Inschriften, meistens mit Jahreszahlen, hier leider nicht. Und wir hatten hier schon einen Sprachforscher dran, sagen wir mal, was wir bis jetzt denken, was das sein könnte. Gustav Strauß, heißt die obere Zeile, die zweite Zeile Bergmann. Hier unten ist eine Fürstenkrone, also sowas ähnliches. Und hier unten Bergeisen und Schläge. Das hier unten hat noch niemand entziffern können. Wir sind da noch dran. Wir haben so ein paar Geheimnisse hier im Berg, was man noch nicht so ganz entziffern kann. Ja. Aber der saß hier stundenlang und hat hier so mit einem kleinen Stichel hat er das rausgeschlägelt. Wie so oft sind es die kleinen, unscheinbaren Dinge, die interessant sind. Ein Laie hätte diese Nische wahrscheinlich übersehen. Hans, schau mal bitte hierher. Hier sieht man diese kleine Nische, die hier rausgestellt ist. Ist nicht von uns, sondern original. Hier stand ein kleiner, wahrscheinlich ein kleiner Ölfrosch. Geschlossener mit Rüböl, kleiner Docht dran und hat es beleuchtet. Weil die mussten ja, die hatten ja kein Licht am Mann hier, wenn die rausgefahren sind. Zwei, drei solche Nischen und das hat gelangt. Und hier sind die mit dem Schubkorn rausgefahren und hier wieder zurück. Und diese Nische ist noch original und hat so einen kleinen, hier stand ein kleiner Ölfrosch. Und es gibt noch mehr zu sehen. Da wir sehr viel gebaut haben, musste natürlich immer das Licht brennen. Und in der Zeit hat sich tatsächlich hier dieser Farn entwickelt hier oben. Nur Photosynthese, nur mit dieser Lampe, bitte Feuchtigkeit und ein kleines bisschen Nährstoffe aus dem Fels. Wahnsinn. Und dann treffen wir doch tatsächlich noch einen Kollegen. Das ist ja Oma Ernst. Das ist der Obersteiger. Ein Kollege? Ja, das ist unser Ernst. War ein alter Bergmann, ein Obersteiger. Und diese Arbeitsuniform, die er hier anhat, die hat er also benötigt, weil er hat also nass gebohrt. Und das ist sehr nass geworden. Und das war so um die 50er Jahre, war die erste mit so Riemen hat man das zugemacht. Apropos Nässe, für die möglicherweise etwas ängstlichen Besucher, es tropft nur wenig Wasser von der Decke. Wenn man etwas umsichtig ist, dann wird man auch nicht schmutzig. Selbst die Temperatur ist nicht unangenehm. Also wir haben immer so um die 8 Grad. Also das kommt natürlich drauf an. 8 Grad ist die normale Temperatur bei uns, sowohl hier im Bergwerk als auch unten in den Bergkellern. Kommt natürlich drauf an, wenn wir natürlich bewettern, also machen die Tür auf und hinten auf, dass da die Luft durchzieht. Wir müssen ja nicht nur wegen Corona, auch sonst, dass keine Radonkonzentration oder irgendwas entsteht oder schlechte Gerüche, müssen wir immer ständig belüften, also bewettern. Und da wird es mal ein bisschen kälter, aber nach kurzer Zeit wird es wieder, pendelt sich das um die 8 Grad ein.
Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass Gerd Müller im Bergwerk jeden Meter kennt. Viel Arbeit steckt darin. Jetzt freilich sieht man kaum noch etwas von der einstigen Schinderei. Das Bergwerk, also ich habe das 96 übernommen und mit der Aufgabe haben wir die Knappen damals erteilt, bin ich ja Vereinsvorsitzender, dass wir in einem Jahr zum Tag der Sachsen das Besucherbergwerk freigeben. Das haben wir geschafft und dann bis 2000 haben wir hier an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen, haben wir 30.000 Schubkarren Dreck. Da gab es die Baugrube von den Kolonnaden hier draußen, haben wir jeden Mittwoch, Sonnabend, Sonntags manchmal noch, haben wir das hier rausgefahren, damit wir diesen Rundgang, den wir jetzt weitergehen, bewältigen können. Im Dreck und Schutt hat man auch einige interessante Dinge gefunden. Alles, was so zwischendrin lag, das haben wir hier mal ausgestellt. Das ist bloß mal, hier wird mal später mal eine richtig tolle Sache gemacht. Aber was wir da gefunden haben, haben wir da aufgehoben. Zum Beispiel hier. Das ist also ein Gasmaskenbehälter. Und nach dem Krieg haben finnische Klempner hier einen Schnösel angemacht. Und da war das ein Krug. Den hat man gefunden. Oder eben hier von den hier Bombensplitter verschiedener Art. Hier, ne? Hier Bombensplitter. Oder hier diese Brotkapsel. Oder von dem Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Von Schuster hier. Und alles, was so ein bisschen abartig war, haben wir hier ausgestellt.